Wenn mich alle hören, würde ich Sie gerne zur Pressekonferenz heute Abend begrüßen. Und zwar, wie wir alle wissen, haben wir gerade das Regionalliga-Spiel der SG Wattenscheid 09 gegen die SSV Gefelbert. Hier hat er seinen Handy-Tor an. Gesehen, der Endstand des Spiels ist 1:0. Das Tor erzielte Manuel Gubac in der 53. Minute. Und Zuschauer hatten wir heute leider nur 571 in der Rohrheide. Das einzige Spiel, das heute Abend noch stattfinden konnte, war FC Beck gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und das Spiel endete 2:6. Dann darf ich einmal unsere Trainer begrüßen. Zu meiner Rechten André Pavlak, ein bekanntes Gesicht hier in Wattenscheid, und zu meiner Linken Farah Tuchel, der Trainer der SG Wattenscheid 09. Und da würde ich einmal dich, André, um einen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, erstmal Glückwunsch an Farah und an Wattenscheid natürlich und auch herzlich willkommen alle bekannten Gesichter, die ich gesehen habe. Ich bin sehr gefreut darüber. Über das Ergebnis hat mich natürlich nicht gefreut. Ganz klar, ich denke, bis auf die erste Viertelstunde haben wir insgesamt auch ein ordentliches Spiel gemacht. Und gerade hinten raus hatten wir durchaus noch ein paar Möglichkeiten, das Spiel auch unentschieden zu gestalten. Also wenn ich die Chance von Schmidt, Kopfball an den Pfosten, Trilic 5 Meter vom Tor über den Ball oder auch die Chance von Skolea, wo er kurz vor Torwart auftaucht und den Ball nicht trifft, war sicherlich möglich. So hat eine Standardsituation das Spiel entschieden. Wattenscheid hat das anfangs sehr, sehr gut gemacht. Wir haben nicht so viel Zugriff gehabt, sodass sie schon auch ein Übergewicht hatten. Was wir aber auch eigentlich gewollt hatten, haben uns bewusst bis zum Mittelkreis zurückgezogen über Kontersituationen. Da hatten wir in der ersten Halbzeit schon die andere Situation, die wir nicht so gut ausgespielt haben. Teilweise war es dem Platz geschuldet, der natürlich auch dementsprechend der Jahreszeit bedingt in dem Zustand jetzt wieder sein sollte. Und da sprang so einiges weg. Das ist natürlich für beide Seiten gleich keine Frage. Aber da hätte ich mir natürlich gewünscht, die andere Situation ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen mehr Tempo, um noch mehr vors Tor zu kommen. Ich denke, wir waren ein Gegner auf Augenhöhe. Das hat man gesehen. Man hat auch gesehen, wie Fahrrad an der Linie gearbeitet hat, um diesen knappen 1-0 mit nach Hause zu bringen. Und das zeigt ja auch, dass wir hier nicht so viel falsch gemacht haben. Standardsituation ärgerlich, war auch genau so angesprochen. Wir haben eigentlich gesagt, wir stellen dann auf die Linie, weil wir wussten, dass Globalsch über die Mauer schießt. 90% der Bälle gehen über die Mauer. Und ich weiß nicht, warum wir dann die Situation auflösen, dass wir Müller wieder wegschicken. Ist halt dann ärgerlich, dass du dann dadurch das Spiel verlierst. Weil das war eigentlich für uns eine Situation, die wir so bewusst auch so wahrgenommen haben in den Beobachtungen. Und von daher ärgere ich mich darüber natürlich eigentlich am meisten. Natürlich hinten raus, Kontersituation, klar. Aber ich denke, das weiß jeder im Fußball, wenn man 5, 7, 8 Minuten Verschluss offen macht, dass der Gegner mal eine Konterchance kriegt. Das war klar. Ich hätte mir halt gewünscht, dass wir einen von unseren drei dicken Chancen in der Endphase nutzen und man hier vielleicht auch nicht mal unverdienterweise einen Punkt mitnehmen. Weil ich glaube, dass wir zweite Halbzeit gerade hinten raus dann etwas stärker waren auch als Wattenscheid, aber nun gut, so ist es im Fußball, ein Tor hat das entschieden, nochmal Glückwunsch an Wattenscheid und ich wünsche euch alles Gute bei dem Weg, den ihr eingeschlagen habt, der ist ganz hervorragend und macht so weiter und wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder, Dankeschön. Ja, hallo erstmal zusammen, danke André für die Glückwünsche, ich glaube für ein Spiel. Habe ich dir die Glückwünsche gegeben. Das tut dann gut, wenn du es machst jetzt im Rückspiel. Ich denke auch im Hinspiel war es ein knappes Spiel, auch so wie jetzt, aber wir haben natürlich die ersten 20, 25 Minuten richtig guten Fußball gezeigt, auch spielerisch. Hätten da eigentlich da schon 1, 2, 0 führen müssen durch die Chancen, wo wir noch nicht so konsequent waren. Ich denke aber über die 90 Minuten haben wir das Spiel auch gut kontrolliert. Wussten natürlich auch, dass Felber viel mit diagonalen Bällen arbeitet. Wenn sie dann auch Raum haben, dass sie dann durch ihre schnellen Spiele über außen dann auch ins 1 gegen 1 gehen und da immer auch gefährlich sind. Hätten natürlich auch den Sack früher zumachen müssen, wenn wir die Konter auch besser ausspielen. Ist klar, wenn man 1-0 führt, dass dann das auch zum Ende hinaus auch eng werden kann. Hatten da auch die ein, zwei Chancen vom Felbert zugelassen, wo wir da auch natürlich ein bisschen Glück hatten, aber ich denke, insgesamt geht der Sieg absolut in Ordnung. Für mich war es wichtig, dass wir zu Null gespielt haben, dass die uns auch daran geglaubt haben, gerade nach dem Spiel gegen Gladbach, dass wir hier auch 1-0 über die Bühne bringen und ich bin heilfroh, und das sieht man auch an den Jungs und wir werden den Weg auch weitergehen, André, bis zum Ende hin und werden die Punkte auch einsammeln, sodass wir uns dann auch nächstes Jahr wieder sehen. Dankeschön. Thank you.